Guten Abend. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Sitzfleisch und genügend Luft hier, dass Sie mir noch zuhören können. Ich werde von einem ganz anderen Ort erzählen. Er hat einen Zusammenhang mit St. Gallen, aber ich beginne woanders und auch in einer bisschen anderen Zeit. Wir haben viel gehört, das eigentlich schon für mich ein Hintergrund ist, um das, was ich heute erzähle, etwas sehr Persönliches, was ich erzählen werde, zum Teil nicht, mit dem zusammenhängt, was Marianne Jehle bereits erwähnt hat. Und ich denke, da kann ich dann auch ein Stück weit einsetzen. Ich nehme Sie an einen weit wecken Ort hin. Denken Sie, 14. Mai 1948. Tel Aviv. Es steht eine Frau an einer Kreuzung um 3 Uhr nachmittags. Es ist bereits kein Verkehr mehr, kaum Verkehr, die Geschäfte sind zu, die Leute sind nicht mehr auf der Straße. Das ist am Abend vor Sabbat, so vom Nachmittag an wird das relativ still. Es ist heute nicht mehr genauso, aber damals war es noch so. Eine Frau steht an einer Kreuzung und möchte gerne ein Taxi. Keiner hält, alle fahren vorbei. Schlussendlich schafft sie es, einem zu sagen, bitte nehmen Sie mich mit, ich muss an die Bank of Palestine. Der sagt, entschuldigen Sie vielmals, aber ich muss nach Hause. Um 4 Uhr ist etwas im Radio und zwar ist dort die Unabhängigkeitserklärung, wird über den Radio ausgestrahlt und das um 4 Uhr nachmittags. Da schaut sie ihn an und sagt, wenn Sie mich jetzt nicht mitnehmen, dann gibt es um 4 Uhr keine Unabhängigkeitserklärung. Er nimmt sie mit, sie geht zur bereits geschlossenen Bank auf Palestine, nimmt einen Schlüssel, geht rein, geht an den Safe und holt eine große Rolle Pergamentpapier raus. Sie beeilt sich, sie ist bereits schön angezogen, dunkle Kleidung, elegant und begibt sich zur Rothschild Boulevard ins Kunstmuseum. Wo muss ich jetzt drücken? So, ja, okay. Diese Frau, die Sie hier sehen, nicht so gut, aber ein bisschen, hat den Platz in dem Saal 4, Reihe 5, Mitte. Und sie darf dort rein, zwischen 250 anderen Leuten, die dort versammelt sind. Sie muss diesen Platz zeigen, aber sie geht schnurstracks zum Präsidenten dieses Momentes, nämlich zu Ben-Gurion, und übergibt ihm dieses Pergament. Dieses Pergament ist die Unabhängigkeitserklärung von Israel 1948. So sieht sie aus und ich werde Ihnen nicht alles vorlesen, weil das geht gar nicht. Sie ist sehr lang und auf Hebräisch sowieso. Aber es gibt da einen Text, der sicher auch für Sie interessant ist. Zuerst aber mal, dieses Pergament wurde da von den Mitgliedern, 37 sollten unterschreiben. Davon waren einige, 11 etwa, waren in Jerusalem noch eingeschlossen. Am nächsten Tag brach der Krieg aus. Vielleicht erinnert sich Tovia noch. Auf jeden Fall sind die in Tel Aviv und sie müssen unterschreiben, damit dieses erklärte Unabhängigkeitspapier gültig ist. Die Frau
geht von einem zum anderen und bemüht sich, dass jeder die Unterschrift gibt. Sie kennt alle. Hier sehen wir sie. Das sind vier Männer und zwei Frauen. Sie ist die zweite. In der Mitte sitzt Ben-Gurion, der dann anschließend, nachdem er da der Vorsitz war, dieses Vereins, es war damals noch ein Verein, wurde dann Ministerpräsident des Staates Israel. Hier sitzen sie bereits am Arbeiten. Was steht oben? Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Ich werde es Ihnen vorlesen, weil ich denke, es ist relevant. Der Text wurde einige Male überarbeitet und die Frau, die da sitzt, die junge Frau, die hat das immer wieder neu schreiben müssen, weil jeden Tag wurden neue Wörter ein- oder ausgesetzt. Es war nicht so selbstverständlich. Ich denke, ein Teil dieser Unabhängigkeitserklärung war ihr, soviel ich weiß, sehr wichtig. Ich möchte ihn vorlesen. Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil offen stehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes zum Wohle aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung verbürgern. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die heiligen Stätten unter seinen Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinigten Nationen treu bleiben. Ich nehme an, einige, die sich ein bisschen auskennen, denken sich jetzt ihren Teil. Auch ich denke mir meinen Teil, aber darüber wollen wir heute nicht diskutieren. Aber diese Sätze waren damals sehr wichtig und daran hat diese Frau auch geglaubt, als sie mitgeholfen hat, das zu unterschreiben und zu schreiben. Sie wurde, wie gesagt, die Sekretärin von Ben-Gurion, dem Ministerpräsidenten. Hier sieht man sie, wie sie ein Beglaubigungspapier des holländischen Botschafters ihm hinreicht, damit er unterschreiben kann. Vis-à-vis von Ben-Gurion sitzt bereits ein zweites bekanntes Gesicht, das ist Yitzhak Ben-Zvi. Yitzhak Ben-Zvi ist der zweite Staatspräsident von Israel, nachdem Chaim Weizmann relativ früh gestorben ist. David Ben-Gurion hat sich nach langen, vielen Arbeiten, wo er sich eingesetzt hat für die zionistische Idee, hat er sich zurückgezogen in die Wüste und wurde Schafhirte. Später hat man ihn wieder zurückgeholt, aber als er ging, hat er eine schöne Karte hinterlassen, wo drauf steht, Le Dorit Rosen Bechaverut Bebiedidut. Das heißt, für Dorit Rosen in Freundschaft und in Kollegialität. Das fand ihr Sohn neulich. Nun fragt sich, wer ist diese Frau und wieso bringe ich sie hierher? Sie gehört doch dorthin. Sie kam aus Paris. 1935, als Hitler, wir haben es bereits gehört, immer mehr Auswirkungen auf ganz Europa hatte und sie gemerkt hat, es wird gefährlich, hat sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter entschieden, nach Palästina einzuwandern. Sie ist aber nicht einfach so ausgewandert, sondern sie hat bereits in Paris, hatte sie gearbeitet für die zionistische Bewegung. Sie war die rechte Hand von Leo Motzkin, das war damals der Leiter dieses jüdischen Kongresses, der jedes Jahr einen Kongress geleitet hat. Und sie wurde eingestellt, damit sie das Ganze organisiert. Sie konnte vier Sprachen,
Deutsch, Französisch, Englisch und Hebräisch fließend schreiben und sprechen. Sie wurde eingestellt mit 19 Jahren. Hier sehen wir sie inmitten dieser ernst einschauenden Männer. In diesem Fall war es die Konferenz für die Rechte von nationalen Minderheiten. Es war 1926. Sie war damals noch nicht ganz 20 Jahre alt. Man sieht sie zwischen all diesen Männern alleine. Sie hat das Ganze organisiert für die Abgeordneten der jüdischen Delegation und das Ganze fand in Genf statt. Nochmals, wie kam diese Frau dazu und wer war sie? Das weiß niemand. Wir wissen es. Wir, die Familie, wissen es. Hier sieht man sie, oben noch mit den langen Haaren, nachher neben ihr ihr Verlobter und unten fröhlich, aufmüpfig zwischen Kollegen in Paris und mit ihrem Kurzhaarschnitt. Wer ist sie wirklich? Im Linzebühel geboren, 1906, Ende 1906, in einer armen Flüchtlingsfamilie aus Polen kommend, ist sie hier geboren. Die Mutter ging jeden Tag hausieren, respektive auf Märkte, mit ihren Knöpfen. Der Vater war bereits Kriegsinvalid und war halb gelähmt und saß in einem kleinen Lädeli im Lisebühl-Quartier. Geboren ist sie als Dvoire oder Dora Malinsky. Sie ist die Schwester meiner Mutter. Sie war eine fleißige und eine strebsame und eine kühne und eine kluge junge Frau. Sie saß wie alle anderen Kinder auch hier in Blumenau und im Hartwig in der Schule und sie lernte gerne. Sie lernte sehr gerne. Und man ließ sie auch lernen. Sie lernte Sprachen und was besonders war für sie, sie lernte Hebräisch. Sie kam aus einer zionistischen Familie und wenn ich jetzt sage zionistisch, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn wir das heute sagen. Die Leute hatten eine Vergangenheit, eine ganz schlimme, verschissene Vergangenheit. In den Ländern, wo sie herkamen, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie wussten, sie kommen nirgends hin. Der einzige Ort, der für sie möglich wäre, wäre vielleicht Palästina. Das war die große Hoffnung. Sie waren immer unterwegs, irgendwo. Und wenn man das gehört hat, was Marian erzählt hat, dann denke ich, ist es klar, dass das der Traum war. Sie hatten keinen Schweizer Pass. Also früher hätten sie gar keine Chance gehabt. Ich rede gar nicht vom Schweizer Stimmrecht. Weder die Mutter noch der Vater noch sie. Aber sie wussten, sie können hier sein, sie können hier lernen. Und als es darum ging, geht das Dorele in den Talhof oder nicht, dann hieß es ja, sie geht in den Talhof. Das war damals die große Möglichkeit, ohne Gymnasium einen Abschluss zu machen. Und nach diesem Abschluss hat sie noch hier gearbeitet, in einer Textilfirma, und dann wollte sie in die weite Welt. Und zwar nach Paris zu Motzkin, ich habe das Bild gezeigt, wo sie geholfen hat, die zionistischen Kongresse zu organisieren. Und von dort dann weiter, bis sie die rechte Hand war von Yitzhak Ben Zvi. Es ist eine kurze, lange Geschichte. Und ich frage mich, ist das Geschichte? Ist das wesentlich? Was heißt heute Geschichte? Was nehmen wir auf, was lassen wir weg? In keinem Buch findet man den Namen dieser jungen Frau, die mit 19 so viel mitgemacht und mitgetan hat und später auch
sich mit einem, ich würde sagen, kühnen Blick auf die Welt da sich eingesetzt hat. Und ohne zu denken, bin ich Frau, bin ich nicht Frau, sie kam dazu. Wir können das psychologisch nehmen, wir können es soziologisch nehmen, wir können es geschichtlich nehmen. Ich weiß es nicht und ich bin heute mehr denn je im Zweifel, was Geschichte heißt. Ist es das, was die Familie sich erzählt? Sind es die Fotos? Sind es die Bücher? Was ist es? Sind es die Beweise? Welche Beweise? Es fällt mir schwer, gerade über die Geschichte der Frauen nachzudenken, wenn ich denke, was das heißt. Es müssen keine Heldinnen sein. Und Dorit, später hat sie nochmal geheiratet, nachdem sie verwitwet war, hieß sie Dorit Yaniv, sie hat 3 Kinder. Sie war nachher nicht mehr irgendwo in der Regierung. Sie ging dann mit ihrem zweiten Mann auch auf einen Hof in irgendeinem kleinen Dorf, weil man wollte damals die Erde bebauen. Man wollte damals etwas tun für das Land. Sie hatten einen Hühnerfarm und sie hatten Orangen. Und als ich bei ihnen lebte, eine geraume Zeit, da hat es einfach nach Hühnerstall gerochen. Und wenn ich an meine wunderbare Tante denke, dann denke ich so ungefähr wie, meine Oma fährt Motorrad im Hühnerstall. So ungefähr. Und sie war keine mit einem Heiligenschein. Und trotzdem denke ich, war sie eine mutige Frau, eine kühne Frau, die etwas bewegt hat in ihrem Leben. Danke.